Noch bis zum 30. Juni läuft in Paris das iranische Festival für zeitgenössische Kunst, Iranian Arts Now. Gezeigt werden alle Formen des künstlerischen Ausdrucks wie visuelle Kunst, Performance, Musik, Tanz, Theater, Design und Film. Auch vier Fotografen präsentieren ihre Arbeiten. Diese Bilder symbolisieren die plötzliche Transformation von städtischen Gebieten in städtische Erinnerungsorte. Man kann jahrelang an diesen Orten vorbeigehen, ohne etwas mit ihnen zu verbinden. Und dann braucht es nur ein bestimmtes Ereignis, um aus diesem Platz ein Ort des kollektiven Gedächtnisses zu machen. Kurator Barbat Golshiri erklärt, dass die Fotos nicht nach ideologischen Kriterien ausgewählt wurden. Man wollte keinem spezifischen Thema folgen. Alles wird verändert, manchmal mit einer gewissen Ungläubigkeit. Alles wird anders dargestellt, als es ist. Sometimes with a great deal of detourment, of turning around. Man versucht das zu zerstören, auf was man sich bezieht. Der Konzeptkünstler Assadeh Akhlari arbeitet mit Fotografie, Videokunst und Kurzfilm. Er zeigt Rekonstruktionen historischer Bilder, die die Ermordung Intellektueller 1908 während der konstitutionellen Revolution dokumentieren. Es gibt fragile Details. Um sie zu entschlüsseln, bräuchte man sehr viel Zeit. Es ist, als würde man ein Werk von Van der Weyden betrachten. Man muss sich darauf konzentrieren, darüber lesen, um die Geschichte zu verstehen, die dahinter steckt, um die verschiedenen Bedeutungsebenen zu verstehen. In einem anderen Teil der Ausstellung werden kleine Vorführungen gezeigt. Amir Baradaran zeigt eine Performance über die Ehe auf Zeit. Meine Performance zeigt das Bewusstseinwerden der Relationen in jeder Beziehung. Für mich gilt das für jegliche Art von Beziehung. Es geht immer um ein Geben und Nehmen. Und manchmal, vielleicht gerade in den modernen Eheversionen, geht dieser Aspekt verloren. Mit meinem Projekt wollte ich die Aufmerksamkeit darauf lenken. Ein weiterer Teil der Ausstellung sind die Kurzfilme. Gezeigt werden Stummfilme. Es geht um Dinge, die nicht laut gesagt werden oder um Nachrichten, die nicht verbreitet werden dürfen. Der Programmteil Mison Abim ist den jüngsten sozialen, politischen und ideologischen Aufständen im Iran gewidmet. Das gibt uns zu denken, das lässt mich über nationale Identität nachdenken, was sie heutzutage ausmacht. Für mich sind es die politischen Überzeugungen. Und genau das wird in der Subjektivität dieses Programmteils über die Sprache und den Körper ausgedrückt. One way to look into is language. Another one is body.